This is the future. Herzlich willkommen zusammen bei einer neuen Folge Talent Watch. Heute mit einem neuen Talent aus Balingen. Tom, über wen sprechen wir heute? Wir sprechen heute über Furkan Yalcin. Wir haben seine Kämpfe schon selbst kommentiert bei The Cage damals. Die Kämpfe findet ihr bei Fight24. Furkan ist noch echt jung, mit jetzt gerade 20 Jahren. Als wir ihn zuletzt kämpfen gesehen haben, war er noch 19. Und das Beeindruckende wirklich ist, er steht 3-1. Wir haben seine Kämpfe gesehen, da stand er 1-1. Er hat das Turnier gewonnen. Im Finale leider gegen Marc-Philippe Ngatje verloren. Den findet ihr auch bei uns. Bei den, Er hat das Turnier nicht gewonnen, genau, den Finalkampf knapp verloren. Marc hat den gewonnen, genau. Genau. Findet ihr auch bei Talent Watch, auch ein sehr, sehr starkes Talent. Die beiden haben einen richtig krassen Kampf hingelegt, könnte man auch unentschieden werten. Das ist echt brutal. Furkan mit einer echt starken Leistung, wie schon gesagt, steht 3-1, kommt ursprünglich aus dem Boxen. Und das Interessante, warum er mit MMA angefangen hat, ich glaube, du sagst immer so, ja, das ist quasi so der... Die Story von 90% der Kämpfer. Der perfekte Weg zum Kämpfer. Irgendwann mal aufs Maul bekommen, richtig auf die Schnauze bekommen und deswegen angefangen mit Boxen. Also, ja, was ist dein Eindruck von Furkan? Also du hast es ja gerade schon angesprochen, man sieht einen Box-Hintergrund und ich bin immer ein Fan davon, wenn Leute aus einer Sportart kommen und dann in ein Gym gehen oder einem Gym beitreten, wo quasi die Schwachstellen das Beste des Gyms ist. Wir haben es bei Emilio gesehen, der als starker Striker ins Planet Ida gekommen ist. Und so kann Furkan mehr oder weniger denselben Weg gehen. Und das hast du auch auf jeden Fall bei dem Turnier gesehen. Obwohl er quasi aus dem Boxen kommt, also wirklich hervorragend in jeder Disziplin agiert. Extrem stark, ja. Und was mich mega beeindruckt hat, ist, er kam dahin mit einer 1-0. Ja, also mit einem Amateurkampf. Stimmt, nicht 1-1, ja. Mit 1-0. 1-0, ja. Und hat das so souverän gemacht. Also so merkst du, man hat ja, ich weiß, bei dir hat das auch eine Zeit lang gedauert, was völlig normal ist. Aber in so einer Frühphase der Karriere schon so abgezockt zu sein, so dominant aufzutreten und einfach so diesen Fight-IQ zu haben, also das hat mich mega beeindruckt. Und nochmal, Marc, wie gesagt, den wir hier auch schon vorgestellt haben, Ngatje, gegen den Furkan im Finale verloren hat, gehört zu dem, oder ist der beste Amateur im Weltergewicht momentan in Deutschland. Ja, ja. Steht auf jeden Fall in den Rankings auf 1. Der kämpft auch nächste Woche, oh ne, diese Woche jetzt, wenn ihr das seht, bei Glory. Tatsächlich, genau. Ja, ein Kickbox-Kampf, ja. Und also wirklich eines der besten Amateure, die wir hier im Land haben. Und Furkan hat bewiesen, dass er da mal mindestens mithalten kann. Safe, gehe ich vollkommen mit. Und wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass es, wie gesagt, sein zweites Event war. Er hatte die 1-0 und kam dann quasi das zweite Event, wo er dann die drei Kämpfe gemacht hat. Das ist bombastisch, was er da abgeliefert hat. In Kombination mit dem Team, wir haben es angesprochen, Peter Sobotta als Head Coach und das gesamte Umfeld von Planet Ita, dem wir natürlich auch sehr positiv gesonnen sind. Also wirklich, ich freue mich auf die Zukunft, was da kommt. Ich mich auch. Ich würde sagen, wir gehen direkt ins Interview. Könnt ihr euch selbst einen Eindruck von Furkan machen? Ja, moin Leute, herzlich willkommen zum Interview mit Furkan. Furkan, erstmal danke, dass du Zeit gefunden hast. Kein Problem. Die erste Frage direkt an dich. Wie geht's dir? Wie ist die aktuelle Lage? Wie schaut's bei dir aus? Ey Bro, mir geht's super. Ich bin gerade in Balingen, komme aus Reutlingen, bin mittlerweile 20 geworden und Alter, jetzt gebe ich alles seit einem Monat. Jeden Tag zweimal am Tag trainieren. So. Im August Geburtstag, ne? Alles Gute. Alles Gute nachträglich. Dankeschön, vielen Dank. Vielleicht, wir haben ja schon, oder wir haben dich ja schon ein bisschen beleuchtet jetzt vorab, aber mal deine eigene Meinung. Was zeichnet dich als Kämpfer aus? So, mit mir kann man, also, mich kann man sprechen. Das weiß auch jeder. Keiner kann mich sprechen. Egal, wer da vor mir steht. Entweder ich gehe schlafen, aber ich tapp niemals. So einer bin ich. Und ja. Und bin Allrounder. Klar muss ich an kleinen Details üben, aber sonst bin ich voll zufrieden gerade, wie es gerade läuft. Hey Mann. Klingt gut, dann kommen wir direkt zur nächsten Frage. Du hast schon gesagt, an kleinen Sachen musst du arbeiten.
Was sind Genau. Sachen, an denen du in der Zukunft arbeiten willst, wo du dich am besten verbessern willst, am meisten? So am Boden, so Kleinigkeiten auf dem Grappling will ich mich, so von Peter lernt man jeden Tag so Kleinigkeiten, die wusstest du noch gar nicht. Und so, keine Ahnung, Knie absetzen, so absetzen. Und das sind so Kleinigkeiten, die Game Changer sind und die lernen wir hier. Dank Peter. Sehr Habe ich gut. den besten Coach. Kann ich dir recht geben, auf jeden Fall. Da widerspricht Ja. einer, auf jeden Fall. Ja. Wir wechseln kurz die Ansicht. Das heißt, wir werden genau nur noch dich sehen, weil wir jetzt zum Okay. Quickfire kommen. Also wir stellen dir ganz viele Fragen und wir bitten um eine kurze und schnelle Antwort. Die erste Okay. Frage: Wer ist dein MMA-Goat? Peter Sobotta und Conor McGregor auf Glaubst du, jeden du bist Fall. K.O. oder Okay. Submission? Was? Beides ist gut, aber einfach sein Herz zum Kämpfen, einfach den brechen. Brechen. Dein Dreamfight. Ich gegen Justin Gaethje. Bester Gegnerkampf oder Sparring jemals? Im Grappling, im Kampf noch kein. Im Grappling Peter Sobotta und im Striking Kirill. Lustigster MMA-Charakter. Zorro, safe. Zorro. Cheatmeal nach dem Kampf. Oh, Bro, ich esse so viel Süßigkeiten nach dem Kampf. Da gibt's aber einen Hamburger mit Pommes. Ja, Mann. Wen würdest du bei einer Prügelei an deiner Seite haben wollen? Mein großen Bruder. Bester Striker. Bester Striker, John Jones. John Jones. Mit wem hättest du gerne ein Abendessen? Conor McGregor. Wen hättest du gerne in deiner Ecke? Mein Eck ist perfekt mit Peter Sobotta. Den besseren kannst du nicht vorstellen. Power oder Speed? Speed. Beende den Satz, Vorkan ist. Furkan ist ein stabiler Typ, der es bald in die Justiz schafft. Und ja. So. Furkan kann man nicht brechen. Gut, Punkt aus Ende, stabil. Ja. Sehr Gerne. schön. So, jetzt sehen wir uns wieder. Furkan, vielen Dank. Also Quickfire war richtig cool. Um den Leuten schnell so eine Möglichkeit zu geben, wie du tickst, wie so deine Gedanken sind, Ja. einen guten Einblick bekommen. Jetzt mal für dich, wir haben dich, wie gesagt, schon beleuchtet. Wie sieht jetzt so dein Zukunftsplan aus? Was steht bei dir in nächster Zeit an oder wo siehst du dich dann auch in den nächsten Jahren? Also, jetzt gerade konzentriere ich mich nur auf den Kampf am 30. September gegen auch einen guten Gegner aus UFD Gym. Und ich zeige dem, wer echter Gangster ist. Und, aber sonst in Zukunft einfach 2, 3 Jahre Vollgas geben, gucken, wie ich mich entwickle. Und je nachdem, UFCs, ich will diese Gürtel, ich will diese Gürtel und einfach Vorgang, trainieren, einfach machen. kennst du bei EMC oder wie? Bei EMC. Jawohl, okay. Weißt du, also kennst du den Gegner schon? Du hast ja angesprochen, wer ist, wird sein? Das ist Achmar Umarov, Okay. der Tschetschene oder Dagestaner. Ja, Also, Mann. Takedown Ich war Defense. da auch einfach so schon mal zum Sparring machen nach dem Kampf mit Marc. Ich Ah, bin einfach okay. hingegangen an einem Samstag einfach zum Sparring machen. Na cool. Und ganz korrekte Leute eigentlich. Ja, Ja. absolut, Auch gute absolut. Leute, ja. Safe. Dann kommen wir zur letzten Frage. Was müssen die Leute noch von dir wissen, über dich wissen? Wen möchtest du grüßen? Die letzten Worte gehören dir. Also, ich begrüße nur meinen Vater, weil und weil also mein Vater ist der mir das gerade Ganze ermöglicht. Und der steht ganz hinter mir, der supportet mich. Und halt Peter und mein Vater. Und ich, Alter, ich bin einfach ein junger Mann, der einfach gerade richtig Feuer in den Augen hat, in die UFC zu kommen und da nicht nur zu kommen, sondern auch zu zersägen. Sehr gut. Das ist es. Mehr bin ich nicht. Einfach ein bisschen. Ich will auch später einfach den schwarzen Gurt, viel Geld auf meiner Bank. Mehr will ich nicht. Hört sich gut an. Ich glaube, das möchte jeder. Furkan, Ja. dementsprechend vielen, vielen Dank für deine Zeit und wünschen Ich dir dann danke für euch. deinen nächsten Kampf ganz, ganz viel Erfolg. Jo, ich danke euch. Also, Alles gut. ciao, Männer. Ciao. Macht's gut.
So Leute, das war das Interview mit Vorkan. Dementsprechend kommen wir zu unseren Hottags. Ich fange einfach mal an, Daniel. Ich bin der Meinung, Vorkan wird seine nächsten oder alle seine kommenden Amateurkämpfe gewinnen, keine Niederlage mehr als Amateur holen und dann irgendwann erfolgreich ins Profidebüt starten. Was sagst du, Daniel? Ich gehe da mit und lege noch einen drauf. Ich sage, ich sage, dass Vorkan alle seine Amateurkämpfe in Zukunft finishen wird. Ich sehe keinen, der da über die Runden kommen wird. Und dementsprechend glaube ich, dass Vorkan eine ganz, ganz große Karriere vor sich hat, wenn er weiterhin fleißig bleibt. Und dass jeder, der Lust auf Talente hat, Vorkan supporten sollte. Deswegen auch in den Kommentaren oder in der Infobox oder wie auch immer das heißt, in der Beschreibung ist der Link zu seinem Instagram-Account. Folgt ihm, supportet ihn. Supportet ihn hier. Folgt dem Stall-Kanal bei Instagram und natürlich auch bei YouTube. Und ganz wichtig, nächste Woche kommt etwas Neues, und zwar ein Vlog auf Toms Kanal. Den werden wir unten auch nochmal reinhauen. Ist auch bei uns auf der Stallseite zu finden. Also folgt da auch nochmal und seid gespannt, was kommt. Wir bedanken uns nochmal bei euch und sehen uns dann am Sonntag wieder. Macht es gut. Haut rein, Leute. Bis dann.